Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Streit um den Atomexport nach China hat neue Nahrung bekommen. Peking hat nach Angaben der Bündnisgrünen nicht nur Interesse an der Brennelementefabrik Hanau, sondern auch an Plutonium und Technologie des schnellen Brüters in Kalkar. Das lehnen die Grünen strikt ab, es widerspreche dem Atomgesetz. Gegen den Export der Hanauer Anlage sieht der Atomvertrag dagegen offenbar keine Handhabe vor. Umweltminister und Außenminister auf dem Weg zum Parteivorstand. Das Atomgeschäft aus ihrer Sicht kaum noch zu stoppen. Trittin schweigt, Fischer drückt seinen Ärger aus. Wenn Sie mich nach der Sache fragen, kann ich Ihnen nur sagen, halte ich das für unnötig wie ein Kropf. Aber es ist eine Entscheidung der Firma Siemens. Offensichtlich gibt es hier auch eine rechtliche Lücke, die beim Atomausstiegsgesetz nicht bedacht wurde. In dieser Runde wurde dann außerdem bekannt, dass die Chinesen nicht nur die Hanauer Atomfabrik kaufen wollen. Auch am stillgelegten schnellen Brüter aus Kalkar hatten die Chinesen Interesse. Damit könnte waffenfähiges Plutonium hergestellt werden. Da gibt es eine glasklare Ansage. Dieses Geschäft wäre mit dem Atomgesetz nicht vereinbar. Und dieses Geschäft wird es mit Bündnis 90 Die Grünen nicht geben. Der SPD-Vorstand ist noch uneins über die anstehenden deutschen Atomexporte. Wenn man sich einmal genau die Angelegenheit betrachtet, stellt sich doch im Wachsen heraus, dass die Bundesregierung einfach rechtlich gebunden ist. Es ist nun nicht ein Verstoß unbedingt gegen irgendwelche Gesetze oder den Atomwaffensperrvertrag, wenn man die Anlagen dorthin liefert, wenn die zivile Nutzung vorprogrammiert ist und sichergestellt ist. Aber man hätte aus meiner Sicht die Möglichkeit, unter Berufung darauf zu sagen, nein, das exportieren wir nicht. Ärger um die Atomexporte hat der Bundeskanzler mit den Grünen und dem eigenen Lager. Denn Gerhard Schröder möchte außerdem den Verkauf einer Turbine für eine Atomanlage in Finnland mit Staatsgarantien absichern. Vizekanzler Joschka Fischer will dagegen sein Veto einlegen und damit die Bürgschaft verhindern. Der rot-grüne Atomstreit geht also weiter. Im jahrelangen Handelsstreit um milliardenschwere Ausfuhrhilfen für US-Firmen hat die EU heute die Verhängung von Sanktionen beschlossen. Danach können von März an Strafzölle auf amerikanische Waren in Höhe von 290 Millionen Dollar erhoben werden. Diese sollen dann monatlich steigen, bis die Steuerbegünstigungen in den USA aufgehoben werden. Betroffen sind vor allem Produkte wie Textilien, Fleisch, Stahl oder Papier.